Guten Tag und herzlich willkommen. Wir befinden uns hier vor einem der schönsten Jugendstilgebäude der Kreisstadt Sexard, welches das einzige deutschsprachige Theater Ungarns beheimatet. Seit über 30 Jahren spielt unsere Bühne eine wichtige Rolle in der Vermittlung der deutschen Sprache sowie der Vermittlung und Pflege kultureller Werte und Traditionen der Ungarndeutschen. Heute möchten wir Sie mit auf eine Reise nehmen und einen Blick hinter die Kulissen der deutschen Bühne Ungarn werfen. Das Gebäude, in welchem sich das Theater heute befindet, wurde 1913 erbaut. Fast 50 Jahre lang diente es als Kino. In den 1960er und 1980er Jahren brannte es mehrfach und wurde immer wieder restauriert. Schließlich zog 1994 die Deutsche Bühne Ungarn in das schöne Jugendstilgebäude ein. Das hier ist unser Vorraum. Hier kommen unsere Zuschauer an. Wir zeigen Ihnen gleich die Bühne, aber vorher kommen Sie auf eine Reise mit uns. Pro Spielzeit stellt die DBU 6 Produktionen auf die Beine. Außerdem werden mehrere Produktionen der vergangenen Spielzeit weiterhin gespielt. Dadurch ist unser Repertoire das ganze Jahr über sehr abwechslungsreich. Dies ist der sogenannte KünstlerInnen-Eingang für die TechnikerInnen, Mitarbeitende und Gäste der DBU und für die SchauspielerInnen. Hast du ihnen schon die Garderoben gezeigt? Noch nicht. Unsere Theaterarbeit gestaltet sich multikulturell und multilingual. Das Ensemble spricht Deutsch, die Techniker Ungarisch, doch die Regie spricht mal Deutsch, mal Ungarisch, mal sogar Serbisch. Da ist es manchmal schwierig, dass alle Beteiligten alle wichtigen Informationen mitbekommen und alles richtig übersetzt wird. Dann muss man sich auf eine gemeinsame Sprache einigen, zum Beispiel Englisch. Aber gespielt wird immer auf Deutsch. Raus! Am besten, man klopft vorher immer an. Schließlich weiß man nicht, wen man bei was überrascht. Willkommen in der Garderobe. Hier findet ein großer und wichtiger Teil der Theatermagie statt. Hier werden wir von unseren privaten Alltagspersonen zu den jeweiligen Bühnencharakteren. Wie Aschenputtel verwandeln wir uns täglich in die verschiedenen Figuren und das Publikum erlebt das Theaterwunder. Paula? Ja? Ich zeige Ihnen jetzt mal meinen Lieblingsraum. Dort könnte ich Stunden verbringen und Sie werden auch gleich verstehen, warum. Tada! Ein begehbarer Kleiderschrank. Unser Theater verfügt über einen umfangreichen Fundus, sowohl für Kostüme als auch für Requisiten. So können wir die unterschiedlichsten Welten auf unserer Bühne kreieren. Oh, von prunkvollen Arbeitszimmern zu dunklen Gefängnissen, von modernen Studios zu Gutshäusern oder von abstrakten Räumen bis hin zu galaktischen Welten. Sieh, Melissa. Hallo. Folgt mir. An der DBU ist es wichtig, dass alle Stücke gastspieltauglich sind. Warum? Weil ein großer Teil unserer Arbeit daraus besteht, die deutschsprachigen Stücke in alle Teile des Landes transportieren zu können. Theatergeheimnisse und Theatergeschehnisse teilen wir übrigens auf unseren Social-Media-Plattformen mit Ihnen. Auf Facebook, Instagram und YouTube stehen wir Ihnen immer zur Verfügung. Hallo! Hallo! Hier in diesem Raum finden viele Proben und Sitzungen, sowohl analog als auch digital statt. Leseproben, Workshops für Jugendliche und Erwachsene und Interviews für lokale und nationale Medien. Dieser Probenraum wurde sogar schon einmal als Fotostudio genutzt und dient gelegentlich auch als Esszimmer für die DBU-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also, diese Wände haben bestimmt vieles gesehen und gehört. Dahinter verbergen sich sicher noch einige Geheimnisse. Was meinen Sie? Das war mein Text. Wirklich? Was meinen Sie? Gehst du nicht runter? Wir können auch runtergehen. Was wollt ihr denn sehen?
Ich hätte noch ein Technikstudium-Angebot. Da müssen wir aber ganz viele, viele weite Treppenstufen. Oh, das ist aber nett. Vorher darf ich noch einen Schluck Kaffee trinken. Ja. Schwarz ist der Beste. Also, hier sind wir im obersten Stockwerk. Jetzt gehen wir ganz langsam an diesen schönen Erinnerungen aus alten Zeiten vorbei. Und sind da, wo wir schon mal waren, auf der Garderobenetage. Hier ist noch die Wäscherei, die Toiletten auch wichtig, wenn man mal zu viel Kaffee getrunken hat. Und es geht weiter runter Richtung Hinterbühne. Und was haben wir hier noch? Da hinten ist die Werkstatt, Belüftungsraum. Und hier kommen wir auf die Hinterbühne. Ich lasse meinen Kaffee mal lieber stehen, bevor ich noch kleckere. In unserem Publikumsraum haben über 80 Personen Platz. Zu einer Freilichtvorstellung können aber noch mehr Menschen kommen. Ja, jetzt sind wir im Foyer und hier ist nämlich die Tür zum Technikstudio. Kein Theater ohne Technik, kein Stück ohne Licht und Ton. Dieser kleine Raum ist das Technikstudio. Von hier aus werden alle technischen Register gezogen. Fast alle unsere Stücke werden in ungarischer Sprache übertitelt. Das Licht wird gefahren, Musik wird abgespielt und Spezialeffekte wie Nebel oder Wind werden von hier aus gesteuert. Hey, Tommy, na, was machst du denn da? Hallo, Dustin. Wir kommen auf der Bühne der Deutschen Bühne Ungarn. Unsere Bühne ist 5,5 Meter breit, aber neun Meter tief, anders als üblich. Das erlaubt uns auch, neue und spannende Perspektiven auszuprobieren. Das ist hier die Nebenbühne. Hier ist es während einer Vorstellung richtig spannend. Während auf der Bühne eine Vorstellung läuft, müssen die anderen Mucksmäuschen still sein. Die Schauspieler und Schauspielerinnen bereiten sich auf ihren nächsten Auftritt vor, wechseln Kostüme und legen ihre Requisiten bereit. Zum Glück helfen uns die Requisiteurin und die Ankleiderin. Und die Inspizientin passt auf, dass alle Vorgänge stimmen und wir rechtzeitig wieder auf die Bühne gehen. Wenn alles komplett ist, dann wird jeder im Saal von der Magie auf der Bühne verzaubert sein. Wir hoffen, Sie schon bald in unserem Theater begrüßen zu dürfen.